Tag 25 und damit Aloha und willkommen zurück zu 60 Seconds Reatomize. Ted hat sich zur Oberfläche aufgemacht. Wir hoffen, dass er bald zurück ist. Ausrüstung. Gasmaske. Dolores ist ziemlich zermürbt. Bis jetzt war der Tag für Dolores in Ordnung. Mary Jane könnte Nahrung füttern. Vergiss es! Ach komm, du kriegst und du kriegst. Dann geben die Kinder Ruhe. Timmy sitzt die ganze Zeit nur da und starrt Löcher in die Luft. Stimmt was nicht? Vielleicht sollen wir mit ihm. Ich würde so gern. Ich würde so gern, aber das ist ja der Nein-Durchgang. Das heißt, wir dürfen immer nur Nein sagen. Wir wollen ja den Nein-Durchgang wirklich zu Ende bringen. Also mit einem positiven Ende. Und nicht wie das letzte Ende, dass wir von Katzen aus dem Bunker geschmissen werden. Wie auch immer die das gemacht haben. Also, warum haben die nicht einfach mit einer Timmy? Warum bist du jetzt verrückt? Wo hast du den Teddy her? Timmy? Timmy? Talk to me, Timmy. Tag 26. Probleme zu ignorieren führt meistens zu neuen Problemen. Ausnahmen sind eher eine Seltenheit. Timmy ist noch aufgewühlter als vorher. Mary Jane ist immer noch müde. Sie braucht jetzt wirklich Zeit zum Ausruhen. Mary Jane hat keinen Hunger. Jeder muss einmal was trinken. Auch Mary Jane ist noch Wasser übrig. Wenn wir was brauchen, dann Wasser für Dolores. Wasser für Timmy wäre schön. Timmy verhält sich seltsam. Ja, und er guckt auch so seltsam. Ein heruntergekommen wirkender Händler besuchte uns und hatte einen ebenso lotterigen Sack über die Schulter geworfen. Er macht uns ein einfaches einmaliges Angebot. Für eine Dosensuppe würden wir den Sack und seinen Inhalt bekommen. Wir können nicht sehen, was drinsteckt. Und der Händler wirft uns böse Blicke zu. Nein. Nein, wir wollen die Scheißkatze nicht nochmal haben. Das kann der vergessen. Tag 27. Wir nehmen dem bestimmt nicht die Katze im Sack ab. Unsere Großeltern haben uns eingetrichtert, nie etwas ungesehen zu kaufen. Und dabei bleibt es auch. Keine Flohmarktkäufe mehr. Wir können auch ohne diesen mysteriösen Gegenstand in den Sack gut über die Runden. Mary Jane möchte nur noch schlafen. Ihre Kraftreserven sind erschöpft. Timmy sollte was essen. Wir machen uns Sorgen um Timmy. Sein Geisteszustand hat sich nicht verbessert. Timmy hat keinen Durst mehr. Warum sind die alle schon wieder hungrig? Ne, ihr könnt uns. Ne, ihr könnt mich mal. Ihr kriegt jetzt nichts. Zwei Tage müsst ihr mindestens noch aushalten. Drei Tage. Unser Verbandskasten ist absolut nutzlos. Wir werden ihn wohl kaum mit Medikamenten aus einer Apotheke auffüllen können. Also müssen wir selbst etwas unternehmen. Hey, wie wäre es, wenn wir aus diesen völlig harmlosen Aussehen in Insektenspray ein paar lebensrettende Medikamente herstellen? Können wir versuchen. Aber ob das wirklich funktioniert? Tag 28. Oh. Na, hast die volle Ladung Insektenspray abgekriegt? Aber der Verbandskasten ist wieder... Ja, toll, Verbandskasten ist wieder in Ordnung. Komm her, Fliege. Wo ist die Fliege? Komm, Fliege. Ja. Na, kriege ich das hin, dass das Licht kaputt geht? Wenn wir lange genug das an- und ausmachen, dann knallen noch bestimmt die Bieren durch. Tag 28. Wer hätte das gedacht? Amerikanischer Ideenreichtum kombiniert mit tödlichen Insektenspray sorgt für genug Medikamente, um einen leeren Verbandskasten wieder aufzufüllen. Oh, dann hat Trump ja doch recht, dass man mit gefährlichen Substanzen rumspielen kann und was Nützliches rausholen kann. Auch wenn das nicht heißt, dass ich das gutheiße, dass wir Desinfektionsmittel saufen sollen. Wir mussten die Medikamente erst testen und als Versuchskaninchen konnten natürlich nur die Erwachsenen dienen. Für die Wissenschaft! Mary Jane ist immer noch müde, sie braucht jetzt wirklich Zeit zum Ausruhen. Dolores hat eine Weile nichts gegessen, Dolores ist krank geworden. Timmy sollte was essen, er benimmt sich wirklich seltsam. Noch seltsamer als zuvor. Ihr kriegt jetzt nichts. Ach nee! Im Mülleimer ist kaum noch Platz für eine leere Suppendosen und der Eimer der Unaussprechlichkeiten quillt langsam über. Beides zieht seltsam leuchtende und verdächtig große Insekten an. Kakerlaken waren vor dem Krieg kleiner, oder? Oh, jetzt haben wir weder Insektenspray noch das Pfadfinderhandbuch.
Jetzt, wo beides weg ist, da kommen die Kakerlaken. Na, notfalls mit der Axt oder dem Gewehr drauf. Ein Signal. Oh, Timmy. Timmy, du siehst ganz schön abgerannt aus. Ach du. Die ist ja riesig. Und da ist noch eine. Überall Kakerlaken. Wir sind verloren. Wir fühlen uns ja ganz schön. Wir fühlen uns schon ganz schmutzig. May Jane möchte nur noch schlafen. Ihre Kraftreserven sind erschöpft. Können wir etwas Wasser erübrigen? Marianne fragt ständig danach. Marianne könnte etwas Nahrung vertragen. Dolores hat eine Weile nichts gegessen. Muss auch mal was trinken. Timmy sollte essen. Timmy ist noch nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Können wir ihm doch nur helfen? Timmy sollte was trinken. Okay. Du und du. Ja, dann Dolores. Und der Rest kriegt was zu futtern. Aber vielleicht erholt er sich ja noch. Also ich finde, er sah gerade eben noch verrückter aus. Nein, man sieht keinen Unterschied. Die Armee sendet gerade eine weitere Nachricht. Der Befehl lautet, findet einen guten, hochgelegenen Ort. Erzeugt dann eine Reihe lauter Geräusche. Das sollte die Aufmerksamkeit der Armee auf uns lenken und sie zu uns führen. Oh, gut, dass wir die Mundharmonika haben. Notfalls haben wir auch noch das Gewehr. Tag 30. Oh, verrückt. Dehydriert. Wir brauchen Wasser. Wir kletterten auf einen kleinen Hügel am Ende unserer Straße und spielten eine atemberaubende Version der Nationalhymne auf unserer bewährten Mundharmonika. Hoffentlich werden die Soldaten von dieser patriotischen Vorstellung zu uns geführt. Bis jetzt waren ein paar sehr verwunderte, mutierte Kakerlaken unser einziges Publikum und sie rannten gleich weg, als wir anfingen zu spielen. Oh, das waren bestimmt Russen. Dolores würde wirklich gerne etwas essen. Wir haben nichts gegen Dolores' Krankheit unternommen. Dolores hat keinen Durst mehr. Timmy ist sehr hungrig. Wir machen einen Song um Timmy. Sein Geisteszustand hat sich nicht verbessert. Timmy geht's furchtbar, er braucht Wasser. Wir haben kein Wasser. Wir haben nur noch das. Nee, wir müssen Dolores leider heilen. Na, was heißt leider? Oh, nein. Hier unten verliert man sein Zeitgefühl. Wir haben keine Ahnung, ob es Tag oder Nacht ist. Unser Schlafrhythmus ist durcheinander. Diese grässlichen Lampen helfen auch nicht. Aber wir können sie nicht auswechseln. Irgendwas müssen wir tun. Genau. Wir hauen uns erstmal ein paar Schlaftabletten hinter die Kiemen. Wo bleibt Ted? Neben allerlei Arzneien war auch eine Packung Schlaftabletten in unserem Verbandskasten. Wir hätten nie gedacht, dass wir sie brauchen würden. Aber unter diesen Bedingungen sind sie genau das Richtige. Außerdem war es eine angenehme Abwechslung von unserem sonstigen Speiseplan Tomatensuppe. Jetzt sind wir wieder ausgeruht und können unsere Zeit im Bunker genießen in vollen Zügen. Mary Jane kippt ständig um, wir müssen ihr etwas zu trinken suchen und zwar schnell. Ja, er braucht Wasser. Hier, und du hast Hunger. Die Kakerlaken meines Ernst. Sie haben ein ausgeprägtes Revierverhalten und treiben uns mit jedem Tag weiter zusammen. Wir müssen was dagegen unternehmen. Ja, knallt sie ab! Oh! Ted? Oh, unsere Kinder sind weg. Nein! Ted, warum hast du so lange gebraucht? Ted, warum? Ein Damenspiel! Ein verrückter Hund. Ein Damenspiel hat der gefunden. Ein verkacktes Damenspiel. Wir haben die heimtückischen Kakerlaken besiegt und verjagt. Ihre Nester gehören jetzt uns. Das sollte ihnen eine Lehre sein. Ted ist wohlbehalten von seiner Reise an die Oberfläche heimgekehrt. Direkt nach ihrem Aufbruch lief unsere Expedition einer Gruppe verrückter, wie Zauberer gekleideter Typen über den Weg. Sie wollten einige ihrer Sachen gegen ein paar Gegenstände tauschen. Klang für uns nach einem fairen Geschäft, also baten wir sie herein. Wir hatten etwas Essen dabei, als wir tatsächlich mit echten präapokalyptischen... Geld kauften. Die Münzen, die wir ihnen gaben, hielten sie für magisch. Wir sagten nichts dazu. Plus zwei Suppe. Verdammt, unsere Gasmaske wurde bei der Expedition beschädigt. Minus eins, Gasmaske. Wir glauben, dass Fremde unsere Expedition ins Irland gefolgt sind. Nächstes Mal sollten wir vorsichtiger sein. Wir machen uns alle Sorgen um Ted. Wer ist alle? Es ist nur noch, außer Ted, nur noch einer da.
Sein Geisteszustand hat sich noch nicht verbessert, aber wir wissen nicht, wie wir ihm helfen können. Ted hat Hunger und ist wirklich müde. Wir haben nichts gegen Dolores Krankheit unternommen. Wasser, mehr will Dolores nicht. Als Mary Jane herausfand, dass sie kein Wasser bekommen wird, wurde sie wütend. Sie stürmte ins Irland hinaus und schrie, dass wir es bereuen werden. Sie käme schon irgendwie an Wasser. Wir haben gerade wirklich Angst. Oh, wir haben Marianne und den kleinen Timmy verloren. Der Wassermangel hat Timmy verrückt gemacht. Er hat die Bunkertür geöffnet und ist ohne einen Blick zurück weggelaufen. Er kommt wohl nicht wieder. Wir machen auch keine Expedition jetzt. Wir freuen uns, als wir heute die Tür öffneten und in freundliche Gesichter blicken. Die Geschwister kamen vorbei, um uns wieder einmal um Hilfe zu bitten. Sie fanden, dass ihr kleines Zelt nicht mehr genug Platz für ihre Gruppe bot. Daher wollten sie ein kleines Lager errichten. Dabei war ihnen jede Hilfe für den Hausbau willkommen. Ob Materialspende oder helfende Hände. Wir helfen denen. Wir werden sowas von draufgehen. Tag 33. Es dauerte ein paar Stunden, aber wir konnten das Holz wie aufgetragen hacken und schafften sogar noch ein bisschen mehr. Man klopfte uns auf die Schultern. Es fühlte sich gut an zu helfen und als Team zu arbeiten. Hoffentlich können wir unsere Freunde eines Tages in ihrem neuen Zuhause besuchen. Wir machen uns alle Sorgen um Ted. Sein Geisteszustand hat sich noch nicht verbessert, aber wir wissen nicht, wie wir ihm helfen können. Ted ist hundemüde, braucht mehr Zeit, sich auszuruhen. Ted sollte bald was trinken. Ted sieht schwach aus. Wenn er heute nichts isst, könnte es schlimm ausgehen. Ach komm, ihr kriegt jetzt beide was. Und wir müssen Dolores auf eine Expedition schicken. Die Situation ist ganz klar. Es ist zu ruhig. Wir langweilen uns und sehen uns verzweifelt nach Unterhaltung. Die Lösung scheint genauso klar. Jemand könnte seine Künste auf unserer alten Mundharmonika zum Besten geben. Doch wer wäre am besten dafür geeignet, ein vernünftiges Mundharmonika-Konzert zu geben? Eine Entscheidung muss her. Wir warten noch mit der Expedition. Dolores spielt erstmal auf der Mundharmonika. Schicker Bart. Zu sagen, dass Dolores kein musikalisches Gehör hat, wäre noch untertrieben. Sie fabrizierte eine Reihe von abscheulichen, unharmonischen Klängen und behauptete, sie hätte total gerockt. Es war so schlimm, dass wir Kopfschmerzen bekamen und uns übel wurde. Wir hätten sie mit faulen Tomaten doch beworfen, doch leider haben wir nur Tomaten in flüssig. Und dafür Suppe zu verschwenden, lohnt sich einfach nicht. Für einen Tag haben wir genug gelitten. Wir machen uns alle Sorgen um Ted. Bla 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 bla. Er ist müde, braucht ein paar Tage Ruhe. Er braucht sofort was zu trinken. Er wird wieder was essen. Hier kriegst du was zu essen. Wir schicken Dolores los. Als wir unsere Karte genau anschauen, bemerken wir, dass jemand in einer der Ecken eine mysteriöse Richtungsangabe eingezeichnet hat. Führen sie vielleicht zu einem Schatz? Tag 35. Und? Nein! Nein! Wir haben es wieder verkackt! Diese Richtungsangaben auf der Karte waren ein dummer Scherz oder der Auswuchs einer Kinderfantasie. Wir haben nichts gefunden und unseren Nachmittag mit Herumrennen verschwendet. Ted steht mit einem Fuß im Grab. Er braucht sofort was zu trinken. Er hat Hunger, ist noch hundemüde. Er verliert die Beherrschung. Wir hatten nicht genug Wasser. Das war's. Das war's, definitiv. Ja, Ende. Irgendwann. Irgendwann kriegen wir das bestimmt noch hin. Dass alle überleben. Zu viele Tage ohne Wasser haben ihren Tribut gefordert. Ted ist verdurstet. Den Weltuntergang zu überleben ist keine leichte Aufgabe. So viel ist schon mal sicher. Wir haben 36 Tage überlebt. So ein Mist. Du bist gestorben.
Selbst auf dem leichten Schwierigkeitsgrad. Also so leicht ist selbst der leichte Schwierigkeitsgrad nicht, wie man sieht. Okay, wir werden es, glaube ich, noch einmal versuchen. Und ansonsten haben wir halt Pech gehabt. Dann schaffen wir halt den Nein-Durchgang. Ne? Obwohl das echt schade ist. Also ich würde den Nein-Durchgang wirklich gerne zu einem vernünftigen Ende bringen. Also, dass wir gerettet werden im Nein-Durchgang. Weil das auch eine Steam-Errungenschaft mit sich bringt und eben halt, ich würde es gerne einfach schaffen. Aber das versuchen wir dann auch erst ab der nächsten Folge. Bis dahin.